Nach langem Zittern ist ein Urteil gefallen. Die deutsche Tennislegende Boris Becker muss ins Gefängnis. Nachdem der 54-Jährige zuvor von der Jury am Southwark Crown Court in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, verkündet Richterin Deborah Taylor jetzt die Strafe. 2 Jahre und 6 Monate Haft. Und die wird Boris in folgendem Gefängnis im Süden von London, ironischerweise nur etwa 5 Kilometer Luftlinie vom Wimbledon-Stadion entfernt, absitzen. Das Wandsworth Prison. Dieses gilt als die zweitgrößte Strafanstalt Großbritanniens, dem lange ein besonders brutaler Ruf voraneilt. Grund dafür, auch nach Abschaffung der Todesstrafe blieb der Galgen funktionstüchtig. Mittlerweile soll der Raum jedoch laut Guardian als Speisehalle genutzt werden. Hier ein Blick in die inneren Räumlichkeiten des Ortes, an dem der einstige Tennisspieler Boris Becker einige Zeit verbringen wird.